Hallo meine Freunde und willkommen zurück zu Let's Race Super Mario Sunshine mit Punchtendo. Moin moin. Na? So, wir beginnen einfach direkt. Genau. 3, 2, 1, ab geht's. Alles klar. Ich mache hier weiter in Porto de Oro. Mit den roten Münzen. Apropos rote Münzen, ja, richtig. Rote ja. Münzen, Korallenriff. Ich freue mich. Schauen, wer schneller ist. Yay. Ja, ich muss heute wahrscheinlich die Wassermelone machen, Leute. Und das Problem ist, beziehungsweise wird halt das Problem. Das ist eigentlich gut, weil in einem Stream von mir, da habe ich es first tried, wo ich ein bisschen trainiert habe. Also ist es nicht krass. Oben. Shit. Dann bin ich sehr gespannt, ob das heute auch umzusetzen ist. Mal schauen. Ich hoffe, ich kriege das Level gut hin. Ich habe nämlich tatsächlich ausnahmsweise mal trainiert. Oh. Oh! Aber, oh. Wow, ich hab verkackt. Okay. So viel dazu. Ich hab die rote Münze übersehen. Welche? Da, wo man hochspringen muss. Bei dem ein U-Boot. Wieso bei ist der U-Boot, genau. Wieso ist die rote Münze im Stein gespawnt? Ich dachte, die wäre weiter rechts gewesen, dann habe ich die irgendwie nicht gesehen, bin zu spät gesprungen, dann, ja. Oder zu früh oder was auch immer. Klingt skillig. Ja. Nein, ich hatte da diesen lustigen Kamerabug, wer sich erinnert. Mhm. Ich hab's mir nachher angesehen. Ja, das war, hatte ich bisher auch noch nicht. Naja, Mario Sunshine, das Spiel ist immer für Überraschungen gut. Mhm. Ist das eine rote Münze da? Nein. Sieht alles aus wie rote Münze hier. Ist alles rot hier. Wieder eine. Das gibt's noch nicht. Egal, die kann ich gleich mal holen. So, 5 Stück. Ich glaube, 3 waren von den Fischen, oder? Keine Ahnung, ja. Oh Mann. Was lass die in einem Stein verschwinden, ey. Das ist so lame. Schwer daneben, ey. Ich glaub's nicht. Scheiß Winkel. Wow. Okay. Läuft nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber ich krieg das hin. Hoffentlich. Oh Mann, die verschwinden gerade alle im Stein. Einfach alle Münzen verschwinden im Stein. Das ist lame wie sonst was jetzt. Bleib doch mal da! Wow. Alter, das gibt's doch nicht. So viel zu trainiert. Die wollen mich nur trollen. Hallo, rote Münze, wo bist du? Toll, jetzt kommt's aus dem Stein raus. Danke. Ich hab's zweimal verkackt. Also man sieht, ich habe trainiert. Vielleicht solltest du einfach beim Nicht-Trainieren bleiben. Spiele bei deinem Breath of the Wild dadurch. Ich bin fleißig dabei, ja. Ja, man merkt's. Wieso ist hier eine unsichtbare Wand? Was zum Teufel? Aber als ich das die erste Mal gemacht habe, von der unsichtbaren Wand umgeben. War ich tatsächlich kann die noch nicht schlechter. Einsammeln. Ich kann die nicht einsammeln, die ist von der unsichtbaren Wand umgeben. Hm? Ich schwimme auf sie zu und bleibe auf der Stelle. Alles klar. Moment, ich glaube, ich habe sogar andersrum gemacht. Eine andere Reihenfolge. Wow, jetzt verpasse ich einfach 2. Okay, läuft bei mir. An sich nicht so schlimm. Oh wow. Also da wow. hängt man 3 Zettel. 3 ganze Zettel, oder ne, 2. 2 Zettel an die Tür. Stimmt, die haben trotzdem gestört. Echt? Ja. Ja. Und ich finde die roten Münzen, die verschwinden alle. Die fliehen vor mir so regelrecht. Okay, jetzt mal Concentration. Concentration habe ich, aber die Münzen nicht. Die hauen nicht. Ja, du Konzentration hast, ist mir egal. Ja gut. Kann man sehen, wie man will, ne? Ich bin über dir erstmal. Ich glaube, ich habe einen noch in den Stein übersehen. Alter, das ist knapp. Okay, jetzt habe ich es aber. So. Jetzt muss ich nur noch die Insignie holen. Sieht alles so aus, als wäre hier eine Münze. Das ist da verkacke ich nämlich meistens beim ersten Mal, weil ich zu früh springe und dann gegen die Kante knalle. Und jetzt springe ich einfach Achso, okay. So sterbe ich also nicht, aber ich komme nicht hoch. Das ist ja interessant.
Okay. Ja, okay, dann kann ich wenigstens nochmal einer. Da bist Anlauf du, ja. Nehmen. Oh. Was, ich? Ja, ich bin hier. Nein. Ich war niemals weg. Ja, ich meinte die verschollene rote Münze. Hast du jetzt alle? Ja, ich hab gerade die Scheine eingesammelt. Oh. Mal fast gleich schnell. Das habe ich mir anders vorgestellt. Aber hey. Ich kann es doch reißen. Man stellt es sich einfach immer anders vor. So, Mario Morgana könnte ich ziemlich schnell schaffen. Theoretisch. Ich hab das trainiert. Ja, Mario Morgana könnte ich rein theoretisch auch schnell schaffen. Aber bei Porto de Oro geht der halt richtig schnell, wenn man Glück hat. Ja. Da war ich ja sehr dumm. Nein! Ah, ganz knapp. Ein Treffer, glaube ich. Hat gefehlt. Mario Morgana, ihm nach. Los, ihm nach. Ist ja klar, was im richtigen Spiel nie so läuft wie im Training. Du musst ihm nach. Was sitzt du noch rum und spielst? Los, du musst ihm hinterher. Ich bin ja schon dabei. Ich bin ja schon am Rumhüpfen wie so ein kranker Bastard. Der ist gerade auf der Nachbarstraße. Los. Noch mal mehr Treffer gefehlt. Egal. Ging trotzdem relativ schnell, so die sammle ich aber jetzt erstmal nicht ein. Jetzt oh, ich erst mal, wenn Mario Morgana gegen einen läuft, das ist so ekelhaft. Wenn er was macht? Wenn er gegen einen läuft, wie so ein Besoffener. Ach so, ja. Das ist immer toll. Vielleicht nochmal hier? Boah, ist nicht. Kriegst du den gerade nicht so schnell? Ich hab ihn schon. Oh. Ich hol mir gerade diese Spinne, Alter. Willst du mich verarschen jetzt? Runter mit dir. Dankeschön. Was, rennst du jetzt wieder zurück? Ist der dumm? Der geht hier hoch und rennt wieder zurück. Alles klar. So. Ablenkungsmanöver oder wie? Jetzt geh endlich sterben. Ist lang genug gelebt, lol. Okay, das war voll geplant. Okay, ich habe mir sogar eine kleine Route überlegt für die blauen Münzen. Oh, wird langsam professionell. Ist halt so, ne? Ja. Früher oder später wird's Zeit. In der Tat. Okay, das war so nicht geplant, aber nehme ich. So. So, hier habe ich nämlich noch eine blaue Münze übersehen. Oder vergessen, wie man es nimmt. Wenn man so ein bisschen trainiert, hat man genug Zeit. Kannst dich ja immer dran orientieren, wenn du im Kurs bist, einfach mal Z drücken und gucken, wie viele hast. Dann weißt du ungefähr, was noch vor dir liegt. Kleiner Fun Fact, ich habe das heute erst rausgefunden, dass man die blauen Münzen überhaupt nachsehen kann. Oder okay, vielleicht ich hab schon verloren. Vielleicht bin ich in Sunshine noch besser, ich weiß nicht. Nein, genau. Da bin ich besser. Dein Ernst? Das ist mein voller Ernst. Ich möchte gerne. Ich weiß nicht, warum ich das nie wusste. Also ich kannte den Bildschirm, diesen mit Z. Ich möchte gerne. Aber eine Sache von dir. Ich habe nie gesehen, dass man auf dem Hauptbildschirm da über die Maps, über die Level geht, die blauen Münzen sieht. Ich möchte gerne eine Sache von dir. Ich weiß nicht, ob dir das zu viel Arbeit ist oder so. Ja. Aber nein! Geh mal bitte ins Galaxy Race. Ja. Und such die Stelle raus, wo du sagst, ich glaube, ich bin in Sunshine noch besser als in Galaxy. Und dann, das habe ich nämlich vor, ich habe das vor kurzem den Part gesehen. Habe ich das den gesagt? Ja, den entsprechenden Part habe ich vor kurzem gesehen. Ich weiß nicht mehr, welcher es war. Ich habe eigentlich immer gesagt, ich bin Galaxy besser. Ich habe Sunshine nur öfter gespielt, glaube ich. Wow, ich schaffe die blauen Münzen nicht. Was ist los? Keine Ahnung, auf jeden Fall war das ziemlich witzig. Da habe ich halt diese Stelle geguckt. Und dann war es irgendwie so, hast du gemeint, ja, also in Sunshine bin ich vielleicht noch besser als in Galaxy. Und ich so, nee, da bin ich besser. So instant habe ich das ja, gesagt. Ja, das weiß so. Ich noch. Dann haben wir nur gelacht. Und dann hast du irgendwie noch gemeint, ja, da kenne ich mich einfach gut aus. Und da musst du das reinschneiden und sagen, also, du bist zu kurz nicht, dass man die blauen Münzen dann absehen kann. Das ist mir neu. Wetten, die zerplatzt jetzt? Ja, das war klar. Yay, nicht gefirstried. Wer hätte es gedacht? Das finde ich gut. Das war aber auch Glück, was ich da hatte im Stream, ey. Okay, komm, diesmal schaffe ich es aber. Ja, das war gut. Sehr gut, okay. Bin auch schon gespannt, was wir hier nach Versuch. Ich bin auch schon gespannt, was wir hier nach noch so racen. Mhm. Dann gibt es eigentlich nur noch Spiele, wo beide scheiße drin sind. Wahrscheinlich.
Also Trial Prince kann ich auch ganz gut. okay. Ach, da war sie. Das ist natürlich auch mein bestes Spiel, also mit weitem Abstand. Ja, das weiß ich natürlich. Genau deswegen habe ich es ja gesagt. Ja, damit wir beide ausgewogene Chancen haben. LOL! Okay, die Wassermelone hat sich gebuggt. Auch geil. LOL, der hat sich schon wieder gebuggt. Okay. Sehr buggy das Ganze. Und schon wieder. Ich hole die Millimeter Raketendüse. Kaputt. Boah, die buggt sich einfach dreimal an der gleichen Stelle irgendwie rum und dann geht sie kaputt. Beste Melone. Düse. Das dauert so ewig. Wie sagst du das? Mann, ich will das endlich schaffen. Wobei eigentlich nicht, da muss ich nach Parque Fortuna, das ist auch scheiße. Auf Parque Fortuna freue ich mich. Ja, weil du die Welt vielleicht kannst, aber ich kann sie nicht. Das ist meine schlechteste Welt. LOL, Mann, hör auf, das war's. Verdammte Melone, ey. So, das ist ja gut. Komm ich eigentlich wieder hoch? Oh LOL, wie weit ist die denn jetzt geflogen? Oh Gott, nein. So nein! Nicht. Du bist ein verdammtes Arschloch. Du Dreckskatterquack, Alter. Die ist so gut geflogen. Geht's. Die ist so gut geflogen. Und dann haut er die einfach mal instant kaputt. Ich hasse dich. Was ich jetzt aber gemerkt habe, mit dem Durchsprung kommt er tatsächlich noch höher als mit dem Seitwärtssprung. Ah, fuck. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Okay. Ich wusste ihn aber nie. Ich auch nicht. Oh, scheiße. Eigentlich. Ich bin gleich sowas von tot. Aber vielleicht. Wenn ich nicht aufpasse. Werde ich es jetzt ein bisschen ändern. Wenn ich mal. Wenn ich hochkomme. Wo kriegt man am schnellsten Münzen? Die eine blaue Münze oder oben habe ich ja letztes Mal verkackt. Dann würde ich mal am Ende des Parts noch holen. Bin aber glorreich runtergefallen. Aber kannst du bitte dich da fällen? Mario, bist du eigentlich zu dumm zu. Mario? Dankeschön. Wow. Fast runtergefallen. Ah, Mann. Diese Schein, Mann. Oh Gott. Ich weiß noch, im Nintendo LP, wo die dann von dieser Frau vorne am Steg kaputt gemacht wurde. Das war witzig. Da habe ich noch drüber gelacht und dann ist es mir passiert. Okay. LOL. Euer Ernst? Was packt die sich denn jetzt so hässlich rum? Ey. Leute, und jetzt kullert sie einfach so random runter. Alles klar, Melone. Wo ist die hin? Oh, oder fuck, was tue ich da? Nein! Ah, oh, was war das denn? Richtig scheiße gesprungen. Merke euch, dass ich ein bisschen nervös bin. Ich versuche nicht zu verkacken. Und dann verkacke ich das recht. Schaffe ich das jetzt mit der Raketendüse da hoch? Wird schwierig. Irgendwie geht das bestimmt. Kann man nicht sogar von unten irgendwie da ran direkt? Ja doch, das geht doch. So ein bisschen oben lang. Bisschen doof. Nein! Oh Gott. Das geht sogar vom Wasser aus. Wow. Ich hab grad so Angst, dass ich jetzt irgendeinen behinderten Fehler mache. Na? Oh Gott. Jetzt spring drauf, Mario! Okay, die hätte ich. Fehlen nicht mehr allzu viele. Schön Abstand von der alten Frau nehmen hier. Jetzt möchte die meine Melone kaputt machen, das wollen wir natürlich nicht. Was, die alte Frau? Ja, hier am Steg, die macht die Melone ganz gerne mal kaputt, habe ich doch vorhin erwähnt. Nein, nein, ich hasse dich. Nicht mal zu, was? Ich hasse dich. Ich stehe am Steg und es kommt random so ein Katterquack. Mm. Total Alter. Random. Kaputt? Ja, natürlich. Alter. Größter Betrug, den ich beim Wassermelonen-Festival erlebt habe, ey. WTF. Die kommt zu kommen. Lol. Okay, hier kommt eine Palme raus. Gut zu wissen. What the hell? Ich stand da ganz gechillt am Steg, wollte die gerade hochbringen. Halt den Steg entlang. Und dann kommt da so ein Katterquack von rechts und haut die Melone weg.
Vor allem normalerweise musst du ja in der Nähe sein. Nein, der kommt einfach von 500 Metern Entfernung. Ey. Unglaublich. Tja, das Glück scheint mir treu zu sein, diesmal. Ja, anscheinend. Aber ich werde das schon noch schaffen in dem Part. Ja, wobei. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Ey, du, ich hab keine Ahnung. Ich weiß nur, dass die Minute schon wieder kaputt ist. Okay. Dann frage ich in einer Stunde nochmal. Ja, mach das. Aber ich schätze mal, die Hälfte haben wir rum. Stimmt. Ich guck grad. Ja, die Hälfte haben wir rum. Wow, mega gut geschätzt, Alter. Richtig nice. Um 30 Sekunden verfehlt. Ich hoffe, das schaffe ich halt beim First Try. Ich könnte es ja auch später mit Yoshi holen, aber... Nö. Oh Gott. Wenn die Melone das überlebt, Lolli fährt sowas von ins Wasser. Ja, die ist tot. Die ist fast alleine dahin gegangen, ey. Oh, lol. Schieß mal ran. Ja, passt schon. So, komm, wir machen es nochmal ganz langsam. Geh bitte. Okay, gut. So, sie ist schon mal auf dem Weg. Okay. Ich habe jetzt schon fast alle, glaube ich. Außer die natürlich mit Yoshi. So, wenn die das überlebt, dann Respekt. Lol. So gut. Die ist voll in den zentralen Punkt des Strandes einfach geflogen. Ja, warte mal. Wenn die das überlebt, dann hole ich mir jetzt eben Wasser. Wenn die das nicht überlebt, ist es lame. Aber ich brauche ganz dringend Wasser. So, und die habe ich und die... Wie auch immer ich die übersehen habe, weiß nicht. Ja, hallo? Dankeschön. Oh lol, nein. Das ist immer so komisch, wenn man irgendwie aus einem falschen Winkel oder nicht ganz drauf zielt oder zu nah ran steht, dann macht das irgendwie nicht richtig. Also so Dinger wegspray, weg. Sauber machen. So. Ja, richtig. Das ist total. Also ich glaube, wenn man zu nah dran steht, ne? Ja, ja, vor allem das. Das ist so dumm. Verdammt, wir jetzt... Ich betäube euch jetzt alle. Ihr könnt mir gar nichts mehr tun. Die fehlt mir. Genau, die. Dann habe ich eine übersehen, oder? Verdammt, ich habe eine vergessen. Du Drecksack. Geh ah ja, genau, die konnte ich ja hier sowieso nicht holen. Dann muss ich ins erste Level zurück. Stimmt ja, so war das. Ja, das mache ich später. Ich hole mir jetzt erstmal meine Schein. So, jetzt bin ich wieder am Steg. Wenn jetzt noch wieder einer kommt, ist es no, da oben so hab ich vergessen. Stimmt, da ist sie. Vor allem, ich bin, glaube ich, der Einzige, oder zumindest habe ich das auch bei dir gesehen, wo du das Wassermelon-Festival gemacht hast, dass ja. du über den Steg mit der Wasserdüse beförderst. Das mache ich überhaupt nicht, weil das ist mir viel zu unsicher. Ich mache das immer. Findest so du? Ich finde das damit total sicher, weil keine viel langsamer Ahnung, ist. Es ist schon total oft passiert, dass sie dann random zerplatzt, weil du die zu viel anspritzt. Okay, ich bin da immer ganz vorsichtig. Ja, aber ich hab's jetzt gleich auch geschafft, denke ich. Wenn die so, jetzt sehr schön. Ne? Dann würde ich sagen... Vanguard, ich hab's geschafft. Ich mache mich jetzt auch nach Park Fortuna. Ich glaube, ich habe 10 Minuten dafür gebraucht. Krass. Mann. In der Zeit habe ich die ganzen blauen Münzen geholt. Danke dafür, Stream. Danke dafür, Ablali. Oh Mann. Okay. Und wieder hoch. Juhu! Lol, erstmal eiskalt neben die Schein gesprungen und nochmal. Lol. Läuft. Ich bin nochmal vom ganzen Steg runtergefallen. So skill ich heute, ey. So, dankeschön. 11 Minuten, ey. Jetzt muss ich ja Parco Fortuna anfangen, hab ja keine andere Möglichkeit. Ja, krass. Krass. Fangen wir ja fast gleichzeitig an. Wie viele Scheins hast du mittlerweile? Ich bin jetzt gerade ins Level gegangen und... Ich kann es dir gleich vermitteln. Aber die Robo-Bowser habe ich voll verkackt im Training. Schauen, ob es hier besser läuft. Dafür habe ich die Balance im First Try gemacht. Wenn was im Training gut läuft, läuft's in der Aufnahme kacke. Und umgekehrt. Ja. So ist es.
Ist halt wirklich so. Ich meine, bei deinen roten Münzen da, die du am Anfang gemacht hast, lief es da nicht auch gut? Ja, also beim ersten Mal habe ich richtig verkackt. Ich habe ein paar Versuche gebraucht und dann war ich eigentlich recht gut. Ja, das sind so Scheins, da musst du einfach drin sein. Für. Ja, wow, wir haben mich erwischt, der Bastard. Kann ich mal kurz gucken? 29 Scheins habe ich. Okay, ja, ich bin jetzt auch gerade ins Level. Aber ich glaube, ich habe, lass mich überlegen, ich glaube, ich müsste 33 oder 34 haben. Ich glaube, ja, 34, glaube ich. Jesus, bist du das? Was? Mario Morgana steht im Wasser. Ach so. Oder schwebt drüber. Wie auch immer er das macht. Ich mache jetzt tatsächlich die Schein einfach mal, weil die ich jetzt einfach. Ich müsste normalerweise im Training, habe ich das auch gemacht, erst die blauen Münzen machen. Weil man die, glaube ich, nur in diesem Kapitel auch richtig machen kann oder so. Nee, Quatsch, im zweiten war das. Nee, ich laber Scheiße, ist schon richtig. Muss sagen. Die Schein mache ich nämlich direkt, die blauen Münzen. Ruhe ich mir dann, glaube ich, am zweiten. Wenn das genau, mit dem Strand war. Gemeinsam, das ist krass. Das ist echt krass. Es timen, dass wir genau gleichzeitig anfangen. Aber dann müsste ich erwarten. Das Krasse ist, wenn jetzt wirklich einer neu einschaltet. In den letzten Parts war es so, man könnte denken, ich liege richtig hart zurück. Mhm. Und diesmal könnte es so sein, man könnte denken, es ist Gleichstand. Ja. Bis man dann die Scheine zum blauen Münzen sieht. In der Tat. Aber Dreckweg ist aber auch dumm, ne? Ist der Schurke entkommen? Da ist ein riesiger Robobowser. Ist der Schurke entkommen? Ich weiß nicht. Ja. Ist er weg? Müssen die Trovatos arrangieren. Ich schaffe es irgendwie nie, den von Weitem zu treffen. Oh mein Gott, er kann Feuer spucken. Das war voll der coole Boss von Mario Power Tennis. Wer es gespielt hat, der weiß das. Ja, das habe ich getoppt. Das habe ich gesuchtet, Alter. Das war ein geiles Spiel, ey. Ja. What? Das beste Mario Sports Spiel. Das beste Mario Sports Spiel. Ja, das war echt geil. Vor allem mit Wario und Waluigi. Diese Story, ne? Die keine Story ist, die ist so krass. Das war so geil. Besser als YouTube Deutschland, ey. Ist das jetzt zwei Treffer oder nicht? Ich schieß einfach mal random. Ich lass mich einfach die ganze Zeit treffen. Wie viele Treffer braucht er? 7? Ich weiß es nicht mehr. Zu viele, für meinen Geschmack. Guck ein Video auf 8 an. Das ist so dumm, ich check das bis heute nicht mit den coolen Videos. Ich lass mich davon immer treffen. Ich muss die einfach mit Wasser bespritzen, ne? Mhm. Leute, jetzt habe ich eine Rakete verschwendet. Geil. Lol. Okay. Boom. Ach, verdammt. Oh, Volltreffer, nice. Was ist das? Das hat so angehört. Aber nee. Oh, ich verkack gerade aber auch ganz schön. Ich treffe ihn fast gar nicht. Ja, ich lasse mich dafür die ganze Zeit gerade treffen. Und ich sterbe gleich. Okay, muss ich leider echt warten, bis ich unten bin. Oh, das ist nein, geh weg. Shit. Muss ich die verballern? Aber das ist ein Treffer, oder? Ja. Schieß aber von ganz hinten. Ich glaube, es waren 6. Oh shit, der hat ihn. Wenn ich mich nicht irre. Ich krieg mal wieder gar nichts auf die Kette. Mal wieder typisch. Das lief diesmal besser als im Training. Also, die habe ich auch nicht wirklich trainiert. Ich habe die halt einmal gemacht. Da ziemlich verkackt. Wie viele Runden fährt man mit dem Ding? Ich glaube, hier unendlich. Was? Echt? Ich glaube schon. Weil, wie gesagt, beim Training habe ich übelst verkackt. Ich habe keine Ahnung, wie viele Runden gedreht. Bestimmt mindestens 5. Und dann ging die Kugel wie es richtig ab. Okay. Oh Gott, ich habe da noch 3 KP oder Leben oder Energie, was auch immer. Ja, ich hatte gerade auch nur 2. Und ich hab ihn pro Runde erst einmal getroffen. Das ist richtig hart schlecht. Dass man die Story auch nicht überspringen kann, ne? Oder weiß ich einfach nicht wie. Ich drücke jeden Knopf. Oh, Kugelvideos, das ist so fies mit den Raketen, weil du musst auf die Raketen und die Kugelvideos einfach achten. Mhm. Eben. Komm da nicht drauf klar, ich bin nicht multitaskingfähig. Tut mir leid, Nintendo. Ich seh den Typen nicht, oh lol. Ich dreh mich um, instant steht er vor mir.
Als ob das drüber war. Großer Plot-Twist. Mario Morgana ist in Wirklichkeit Bowser Jr. Wer hätte gedacht? Nein! Spoiler! Richtig gespoilert, ey. Pfui. Lol, ich habe nur noch ein Leben. Ich glaube, ich schaffe das nicht. Tschüss, Peach. Mann. Bis zum nächsten Mal. Ich habe nur noch ein scheiß Leben. Wie soll ich das schaffen? Vor allem, es kommen wieder Kugelvideos. Das kann ich gar nicht schaffen. Aber wenn du sagst, man fährt unendlich Runden, dann ist das vielleicht also, sogar noch drin. Ich glaube. Ja. Ich hatte auf jeden Fall ziemlich viele Runden. Mal sehen. Ich sehe halt auch den scheiß Typen gar nicht. Okay. Komm, gib mir eine. Als ob da jetzt ein Kugelvideo kam. Mann, ey. Boah, ey, sonst kriege ich den immer ganz gut hin, aber jetzt habe ich voll verschissen. Boah, ich kann mir jetzt die ganze Kacke nochmal anhören, ne? Geil. Echt jetzt? Stimmt ja. Schaffe ich den in 4 Minuten noch? Das ist jetzt die große Frage. 4 Minuten? Schaffe ich das Level noch in 4 Minuten? Das weiß ich nicht. Ich versuch's. Oh Mann, ich muss das jetzt schaffen. Kannst du mir schon mal die blauen Münzen holen? Ich zwar noch vorne, aber dann hast du. Konnte ich meine Führung nicht ausbauen. Nicht halten. Das wäre natürlich ärgerlich. In der Tat. Ich hatte ja auch schon Fail-Parts. Aber wie gesagt, jetzt wirst du doch mal richtig aufholen, weil Paco Fortuna, ich sag's ja, ich kann's nicht. Ist meine schlechteste Welt. Ich bin da so unfassbar schlecht drin. Bin ich mal gespannt. Also, da wirst du noch mal ein bisschen aufholen können. Ja, schafft er das? Mag die Welt an sich auch, aber ich bin halt einfach schlecht drin. Okay, komm. Dann noch so ein Verfolgungsding. Okay, probieren wir's. Nochmal. 3 Minuten, das wird echt knapp. Kann man die eigentlich extra triggern, oder? Ich weiß gar nicht. Aber wenn er tot ist und ich halt keine Zeit mehr hab, vom Timer her die Scheine einzusammeln, dann darf ich die aber noch einsammeln, oder? Ja, kannst machen. Klar. Okay, danke schön. Oh, ich bin ja kein Mensch. Ja, der braucht mein Fame eh. Mein Spaß. Oh Mann, nein! Kugelvideos. Überall. Überall Kugelvideos. Geht weg. Ja, da kommt einer. Normalerweise warte ich eigentlich gar nicht auf die. Aber ich glaube, das geht trotzdem schneller. Hallo? Sind die ernsthaft irgendwo gegengeknallt? Das sollte eigentlich auch so gehen. Ich ein bisschen springe, kann er hier drüber schießen. Meistens klappt das. Ja? Nein? Dämlicher Spaß. Ja, perfekt. Doch nicht? Das war voll. Das war ein Treffer, Mann. Kannst du mir nicht erzählen. Okay, komm da doch her. Na, da bist du ja. Ja. Was machst du denn da? Komm her. Was zum... Was war das denn schon wieder? Okay. Aber ohne Treffer kann man das auch gar nicht schaffen. Ich meine, da kommen ja ständig neue Kugelvideos. Kann schon immer schaffen. Ein Zweierpack, ey. Guck mal so einen Speedrun an. Ja. Die sind auch unmenschlich. Das ist echt krass, ey. Ist die da teilweise raus? Als ob... Alter, die kommen von überall. Verfolgungswilli? Haben die eigentlich einen bestimmten Namen? Keine Ahnung. Geh mal davon aus. Verfolgungswilli? Kommt hin. War ein Kugelwilli. Die sind aber nicht mal coolig. Das ist echt so. Kugelwilli. LOL, das war ein geiler Treffer. Aber ich glaube, der hat noch. Oh, Leute, ich hab ihn besiegt. Was? Muss ich weiter wechseln? Der hatte nur 3 Leben oder so. Echt jetzt? Sicher? Ich hab ihn nur 3-mal erwischt oder so. Oder ich hab ihn öfter getroffen und direkt weg hat's mir nicht gesagt. Ich höre ja auch nichts, deswegen. Ja, okay, ich hab noch 40 Sekunden, das wird wohl irgendwie. Oh Gott! Oh nein. 40 Sekunden. Bowser Junior. Scheiße, Mann. Oh nein. Bowser Junior. Oh nein. Wo kommen die denn jetzt nicht? Ah, da ist er. Naja, bis ich die Schein habe, kannst du auch noch spielen, würde ich sagen. Hier bin ich. Nein, nicht gegen die Typen.
hier bin ich. Hallo, hier bin ich. Oh, du Trottel. Ich bin deine Mama. Papa hat mir alles erzählt, im kleinsten Detail. So genau wollen wir es gar nicht wissen. Kommst du? Fliegt wieder am Arsch der Welt. Nein, nicht gegen... Oh, okay, geht gar nicht. Jetzt wäre die Zeit um, aber bis ich den Schein hab... Wo willst du hin? Nein. Also hast du noch ein paar Sekundchen. Oh Gott, ich schaff diese scheiß blaue Münze nicht. Was ist denn los? Ich hasse die, hinter diesem Hügel. Keine Ahnung. Ach so, ja. Ne, die ist kacke. Musste von außen rum. Ja. Also mit Glück schaffe ich das auch manchmal, wenn ich da immer so ein bisschen drüber springe und dann fliegen die manchmal einfach da rein, die normalen. Joa. Ich glaube damit... Ey, das gibt's doch nicht! Warum verfolgt ihr mich denn nicht? Hier bin ich, Mann. Oh, ist der Wahnsinn. Also die Zeit ist wahrscheinlich schon vorbei, oder? Ja, ja, wie gesagt, bis ich den Schein habe, kannst du noch ein bisschen spielen. Ja. Das ist sehr freundlich. Hallo. Ich bin genau links neben ihm. Und der checkt's einfach nicht. Hier, Mann. Verfolgt mich bitte. Wo? Ja? Nein? Nein! Komm doch einfach her. Ja, hier, hier, hier. Oh, dankeschön. Ich habe die Schein übrigens in weniger als 10 Sekunden. Nein. 3, 2, 1. Boom. Oder, ja, jetzt. Okay. Ich kurz mal aus dem Weg. Und pausiere. So. Was, wie schaut's denn aus? Was hast du denn? Also, ich habe 30 Scheins und 80 blaue Münzen. 80 blaue Münzen? Yep. Boah, krass, Mann. Du hast richtig aufgeholt von den blauen Münzen, ja. Mhm. Ich habe 35 Scheins. Und 89 blaue Münzen. Nice. Also da hast du echt aufgeholt. Nice, das ist eine Welt. Krass. Das gefällt mir gut. Hast du ihn da geholt? Hattest du nicht im letzten Part irgendwie... Hm? Hatte ich da nicht noch 20 Vorsprung im letzten Part? Wie viel hast du aufgeholt an dem... Wo hast du die alle her? Weiß auch nicht, also... Wie haben wir denn noch... Ich hatte, glaube ich... 9 hatte ich vorher. Nee, ein bisschen mehr als 9. Ich weiß nicht mehr genau, knapp über 10. Ich glaube 12. 12 blaue Münzen hatte ich, glaube ich, im vorigen Part. Und ich habe jetzt die letzten bis... Also ich habe jetzt 27 da, in Porto de Oro. Okay. Und dann habe ich hier noch ein paar geholt in Parco Fortuna am Strand. Ja. So ein paar. Mir fehlen jetzt, glaube ich, noch 2. Ja, Respekt. Hast du auf jeden Fall aufgeholt in den, in den Dingen. Und 5 Stück liegst du bei den anderen zurück. Ja, würde ich sagen. Trainieren lohnt sich. Ja, irgendwie schon. Außer bei der Wassermelone. Ja, gut. Du brauchst echt Glück. Aber das mit dem einen, das war echt, ey, boah. Gut. Ja, okay, mal schauen. Mal schauen, ich bin gespannt. Kampflos gebe ich noch nicht auf. Nee. Ja, nee. Langweilig. Gut, alles Leute. Klar. Dann das wär's. Verabschieden wir uns. Genau. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüssi. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wenn euch der Part gefallen hat, hinterlasst mir einen Daumen hoch. Außerdem würde ich mich sehr über Kommentare freuen, was euch gefallen hat und was nicht. Und abonnieren nicht vergessen, damit ihr nichts mehr verpasst. Bis dann, euer Retoxan.